Und da ist er wieder, der Chris mit seinem Pikachu. Hallo Leute, willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ach ja, Pikachu und Chris. Ein Team fürs Leben. Ja, yeah, Pikachu freut sich voll. Es ist total happy und mag uns richtig doll. Tipps für Trainer. Oh, drückt man den B-Knopf während der Entwicklung eines Pokémons, so wird der Prozess abgebrochen. Na, wer will das denn? Und apropos, ich werde jetzt mal Nidorino ganz kurz nach vorne machen und ein paar so eine Kämpfe machen, damit endlich mal Level 22 erreicht. Damit ich es weiterentwickeln kann. So, ich glaube, ich kann hier einfach links und rechts einfach runter. Aber das ist ein bisschen doof. Denn dann komme ich nicht mehr in dieses Haus da rein. Ja, ja. Aber ich gucke mir ja sowieso alles an. Wie zum Beispiel dieses große Haus hier. Ach, ist das geil, Mann. Oh, ich schiebe hier Wache, Mann. Oh, ich bin so durstig. Halt, halt, stopp. Ach, da kommt das her. Halt, stopp! Jetzt rede ich hier! Der Durchgang ist gesperrt! Wow. Okay, der hat schlechte Laune. Wir müssen nämlich genau hier lang. Aber erstmal nochmal gehe ich ins Haus da rein und gucke, was da ist. Und eventuell habe ich jetzt gleich Glück und kann mir schon mal ein weiteres wichtiges Indiz holen für den Mew-Glitch. Denn dafür, Leute, brauchen wir ein Abra. Und das kann man in der gelben Edition hier recht häufig sogar finden. Bloß da muss man eigentlich nur Glück haben und einfach einen Pokéball werfen und hoffen, dass man es fängt. Oh. Erstmal wieder ein Ratz-Ratz! Los, Nidorino. Mach mal schnell Doppelfist hier. Doppelkick. Boah. Einfach. Nice. So. Na, dauert noch ein bisschen. So, ich suche jetzt mal hier ein Abra, ja? Weil das wäre halt wichtig. In Blau und Rot ist das eigentlich woanders. Also noch in Azura City oben. Also auf dem Weg zu Bill, sage ich mal, eher zu finden, muss sehr selten. Aber hier, wie gesagt, es sollte recht häufig kommen. Hoffen wir mal. Hornattacke! Oh, ruckzuck, hieb, Volltreffer. Ist schon klar, man nehmen. So, dann haben wir gleich einen Nidoking. Hat der Nidoking richtig dick. Ja! So, Level 22. Denn ich vertraue euch da. Da es ja, wie gesagt, nicht so wichtig ist und so nicht so eine Rolle spielt. Ab Level 23 lernt Nidoking dann nämlich Fuchtler. Die soll richtig stark sein, die Attacke. Mondstein. Benutzen wir ihn. Für Nidorino, ihr seht schon, da ist ein dickes, fettes Okay. Na dann los. Swip. Hey, Nidorino entwickelt sich. Boah, Nidorino wurde zu Nidoking. Alter, richtig cooler Sprite. Nidoking! Richtig geil. So, sehr schön, Leute. Na, seht ihr, jetzt haben wir ein richtig dickes, richtig dickes Nidoking. Was jetzt aber halt erstmal... Ach, warte mal, während wir hier suchen, kann man eigentlich hiermit wieder trainieren, ne? Jo. Warum nicht, während wir hier ein Abra oder hinsuchen, trainieren wir ein bisschen Glumanda. Ja, Nidoking, ich denke mal, er wird so ein bisschen... VM-Sklave, so ein bisschen. Oh, da haben wir schon ein Abra. Level 7. So, ja, und da ich jetzt nicht sowas habe wie Schlafpuder und ich werfe einfach einen Pokéball, müssen wir jetzt ein bisschen Glück haben. So. Ich brauche das Abra. Ups. Denn jede Attacke, das es macht, Teleport und es flieht einfach aus dem Kampf. Naja, also das habe ich bisher immer so gemacht. Da hat man einfach irgendwann Glück und fängt das Vieh halt einfach. Level 7 ist jetzt nicht so stark. Ich kann aber hier kurz gucken. Hier kann ich auch mal gucken. Vielleicht waschelt es ja hier im Gras. Wow! Denn genau dieses Teleport von diesem Abra ist nämlich ein wichtiges Utensil, was man braucht für den Mew-Glitch. So, verbrenn das Taubsi mit den Flügeln, Mann! Okay, ob das was wird. Volltreffer, ach du Scheiße. Nochmal Glut! Brutzel es. Jetzt ein Volltreffer, pass auf. Okay, doch nicht. So. Yeah. So, wenn immer weiter Rückzug gibt, macht es ein bisschen schlecht. Na dann los. Visa Knosp. Komm zurück. Knosp. Ha. Sandwirbel. Schlug voll. Fehl. Tackle. Oh, na toll, ey. Ouch. Ha, Windstoß. Ihr habt ja auch schon erzählt, dass viele Flugattacken hier noch Normalattacken sind. Und deswegen ist die Pflanze so ein bisschen geschützt, ne? So.
aber trotzdem stärker als Tackle irgendwie. Oh Mann, komm schon, wie sagt Norris, wird hier was? Voll eine reingezogen. Lumanda erreicht Level 13, wunderbar. Das hat sich doch gelohnt. So, wie sagt Knosp, aber das ist blöd. Vielleicht könnte ich ja mit Pikachu versuchen, so ein Abra zu paralysieren und dann klappt eventuell der Teleport nicht. Ja, also es erhöht auf jeden Fall die Chancen, sagen wir mal so. Oh, Popsi! Oh, Level 17, Alter. Das bringt da Erfahrungspunkte. Donnerschein, ja, sorry, wir müssen uns hier eine Weile aufhalten. Es tut mir ja leid, aber es ist ja ein gutes Training. Und die meisten haben jetzt wieder geschrieben von wegen, ja, trainier ruhig mit im Video, ist okay. So, an sich, glaube ich, wenn ich das Abra habe, hätte ich schon alles, um ein Mew zu triggern. Dam, bam. Doch, glaube ja. Bloß dann müsste man halt irgendwie noch was Geiles haben, um das zu fangen. Und da hätte ich jetzt nur meine Donnerwelle. Die dürfte aber an sich auch ausreichen. Die ruckzucki. Aber ich glaube, Mew hole ich mir ein andermal. Oder hole ich mir Mew jetzt gleich so direkt so? Weil der würde eigentlich passen. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Abra. Komm schon, Abra. Wir wollen doch nur, dass du unser Freund wirst. Oh. Ein Pummeluff? Level 3? Was zur Hölle? Okay. Donnerwelle, das feigt jetzt einfach mal. So. Das war so klar. Es war so klar. Aber ein Pummeluff Level 3? Ich glaube, das ist extrem selten, Mann. Aber genauer weiß ich es natürlich nicht. Ups! So. Mist. Pikachu schläft schon. Mein Psycho bald keine Pokewelle mehr. Mann, ey, das gibt's dann nicht. Yeah! Wunderbar. Pummeluff wurde gefangen. So, neuer Eintrag im Pokédex. Einfach so ein Pummeluff fangen. Warum nicht, ne? Ballon. Dieses Pokémon betört Gegner mit seinen großen Augen, bevor es sie in den Schlaf lullt. Pummeluff einen Spitznamen geben? Nö. Da käme eh nur ein fieser Spitzname raus. Oh, das ist ja natürlich blöd, dass Pikachu schläft. Komm jetzt, jetzt kommt ein Abra, wa? Nee, okay, gut. Na, ist ja geil, wenn Pikachu schläft, dann kommt auch ein anderes Geräusch. Kein so ein fröhliches Pika. Okay, ja. Lass Pikachu eine Weile schlafen. Pikachu ist aufgewacht. Alter, dann kann man keine Attacke benutzen. Ist das gemein? Dem roten Schlag, was soll der Quatsch? Donnerschock und das Rad, Fratz ist Matsch. Yeah. Mann, es kommt hier aber echt kein Abra mehr. Das ist doch gemein. Gab's hier auch schon Trugschlag später? Ja, ne? Ja, Taubsi, wir sind Level 17. Ja, geil, nehme ich nochmal mit. Ein Donnerschock und es ist weg. Dim bam, dim bam. Jung. Was? Ich muss aber echt mal hier meinen Glumanda trainieren. Was? Doch nicht weg. Wie fies, Mann. Joe. Ruckzuck, heb. Ah, mein Glumanda will es auch schon Level 16 erreichen. Das ist ein geiles Lutexo, aber. Ja, das wird hier alles irgendwie. Das ist ja alles ein bisschen blöd. Ja, komm, ich lasse das jetzt gleich, wenn es nicht bald kommt. Hier, ich glaube, man kriegt später noch Abras. Obwohl, wenn, es läuft ja nicht weg. Es wird ja immer Abra geben. Nee, kommt noch eher ein Pummeluff. Mann, Level 5. Pikachu freut sich wieder. Und habt ihr gesehen, als ihr schlafen hat, ist mir trotzdem hinterhergelaufen. Jetzt komm schon. Ich will ein Abra, denn die Hälfte vom Part ist schon vorbei. Ist Abra hier. Abra soll doch häufig hier vorkommen. Was ist denn hier los? Ich werde hier nur verarscht. Pikachu wird auch nur verarscht. Da muss man halt auch noch Glück haben, dass es echt einfach so von Anfang an im Ball bleibt. Ähnlich wie das Pummeluff halt gerade. Ja! Okay. Ich überlege jetzt gerade. Einfach noch einen Pokéball werfen. Oder es paralysieren. In der Hoffnung, dass es halt dann, dass es fehlschlägt. Lass mal probieren. Ja, komm. Einfach mal probieren. Donnerwelle! Ja, und jetzt hoffentlich. Aber es paralysiert, kann ich es machen. Für den Arsch. Mann, so ein Scheiß. Ja, einfach Pokéball werfen. Ich hätte jetzt irgendwie schon. An sich hätte ich ja auch schon zu dem Punkt hier ein Pokémon haben können, was das Vieh einschläfern könnte. Habe ich aber nicht, sonst Smetbo. Das lernt er, ich glaube, relativ früh sogar halt Schlafbruder. Aber naja. Ja, mein Gott. Windstoß und nein. Ja,
Volltreffer ist schon klar. Ruckzuck. So, Taubsi wurde besiegt. Pikachu kriegt nichts an Erfahrungspunkte. Pikachu braucht aber auch lange. Ja komm, ein Abra noch, okay? Ein Abra will ich noch probieren. Eins nur noch und dann verschwinde ich. Dann verschwinde ich und verschiebe das halt auch später. So, dann macht er keinen Unterschied. Ich muss ja halt immer bloß einfach einen Pokéball werfen. Ob ich das jetzt mache oder irgendwann später. Egal. Oh, mein Taubsi! Schon wieder! So, Donnerschock. Oh, oh. Donnerschock, yeah, was? Und tschüss. Was, nicht? Okay, dann mach ich jetzt auch einfach ruckzuck hieb. Und das Vieh kann down gehen. Oh yeah. So, jetzt brauche ich aber einen Trank. Oh, Pikachu reicht Level 22. Endlich, Mann. Oh yeah. Hat sich doch gelohnt, ne? So, kann ich mal einen Trank benutzen schnell? Einfach ganz schnell einen Trank benutzen. Das ist doch geil. Und auch am besten für Glumanda gleich noch mit. Denn der erlebt sonst den nächsten Kampf nicht. So, Pikachu und Nidoking Level 22, unsere stärksten Pokémon bisher. Aber wie gesagt, Knoss pullt auf. La! Ja, komm, jetzt ein letztes Abra noch. Los, jetzt hier. Müssen wir mal ein bisschen hier auf Glück machen. Ich fliehe jetzt auch nur noch. Ich habe mein Level Up hier für Pikachu bekommen. So, tschüss. Jetzt komm schon, Abra. Ich könnte wieder ausrasten. Jawohl. So, paralysieren kann eventuell was bringen, aber ich glaube, ein Pokémon werfen, da sind die Chancen am besten. So, ist vor Level 7. Was soll's? Los, Mann! Oh, yeah. Mist! Mann, das ist voll kacke. Weil man kann es ja halt auch nicht schwächen. Man muss einfach Pokéball werfen oder da einschläfern, aber ich habe keinen Bock. Nö, tschüss. Ich gehe hier ins Haus rein. So, was, wer sind Sie denn? Ich leite diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon vielleicht großziehen? Nö. Dann bis später. Ja, hier kann man einen Pokémon trainieren lassen. Ich glaube, pro... Irgendwie, das hängt mit den Schritten zusammen, die man läuft. Je mehr Schritte man macht, umso mehr levelt das Pokémon. Das ist doch nice. So, wir kommen unten nicht lang, aber Tunnelfahrt. Azuria City zu Urania City. Okay. Tunnelfahrt, was soll das heißen? Wer bist du? Besitzt du ein Dragosso? Willst du es gegen Mashok tauschen? Oh, geil. Das will ich irgendwann mal machen. Schade, denn dann kriegen wir nämlich gleich einen Machomai. So, alles klar. Ich laufe den Tunnel hier entlang. Tunnelfahrt. Und da die ganze Stadt hindurch. Dann durch zu Saffronia City lässt man uns nicht durch. Aber ist auch nicht wichtig, ne? So, was bist du? Schon viele Leute haben Dinge auf den Tunnelfahrt verloren. Ah ja, dann kann man später auch nochmal nach Items Ausschau halten. So, jetzt aber erstmal. Was steht hier? Tunnelfahrt. Azuria City, Urania City. Okay, ja, eigentlich müsste ja Urania City oder Azuria City sein. Aber ich sag ja nichts. Ich bin nicht der Schilddesigner. Okay, jetzt einfach wohl so eine kleine Wiese. Warum? Hier ist wieder so ein Typ, der uns nicht durchlassen würde. Okay, was ist das hier? Warum ist hier... Warum sind hier nur grüne Wesen? Und sonst aber nichts? Ich verstehe das nicht. So, und hier ist jetzt auch wieder schöne Trainer. Ja, ob sie schön sind. Also, hängt von den Sprites ab, ne? Aber... Na, man findet hier draußen nicht viele Käfer. So ein oller Käferlappen schon wieder. Käfersalamander möchte catchen. Hallo! Oh oh. Das schritt wieder nach Vergiftung. Ich mach einfach mal Donnerschock. Haut immer gut rein. Ja, geil. Nicht vergiftet, Gott sei Dank. Donnerschock. Zieht's euch rein. So. Raupi. So, Pokémon wechseln, aber hallo. Da muss jetzt mal Glumanda ein bisschen brutzeln. Könnte es schaffen, ne? Obwohl es 3 Level drunter ist, aber sollte an sich cool klappen. Glut! Yeah! Super effective! Oh, voll getackelt von so einem kleinen Raupi. Glut! Und weggebrannt! Da geht es down. 181, geil. Und noch ein Hornliu, der wird bestimmt wieder kacke wegen Gift und so weiter. Lass mal Glumanda drin. Oh, den Glut. Boah, ist das auch noch schneller als ich. Ach du Scheiße. Glumanda benutzt Glut. Ich dachte schon, wir sind vergiftet. So, klappt aber auch. Warum ist der denn schneller als ich? Okay. Wie doof, Mann. Vor dem Typen, ne?
Egal, gut. So, haben wir hier wieder platt gemacht. Yeah, du Mann erreicht Level 14. Noch zwei Level, Leute, noch zwei Level. Chris besiegt den Käfersammler. Oh Mann, ey. Du beliebst zu scherzen, oder? Ich hab ja euch gesagt. Hat Chris was gesagt? Leute, habt ihr irgendwas gehört von Chris? Gibt's hier eigentlich auch Abras? Oh. Da kommt erstmal gleich ins. Okay. Los, Pikachu! Wir werfen mal wieder einen Pokéball, nicht wahr? Wir haben nur 6. Ich hab's mal den A-Knopf gedrückt, den alten Trick von früher, der das Pokémon nur noch schneller befreien lässt. Das ist so scheiße, Mann. Mit Teleport, einfach dieses Glücksspiel. Okay, war das vielleicht dann doch hier die Stelle, wo Abra häufig kommt? Keinen Plan. Oder genauso selten wie da oben halt. Kann ja alles sein. Dam, bam. So, tschüss. Kein Bock jetzt hier zu catchen. Ach, Mann, ey. Oh, was macht ihr denn hier? Hallo? Das mache ich alles aus Liebe. Lass mich allein. Was denn jetzt? Bam. Badam, bam. Macht er alles aus Liebe? Was denn mit ihm? Pfadfinder. Oh, oh. Er hat nur eins. Alter, ein Ultrigaria. Dim, dim. Los, Pikachu. Mach erstmal Donnerwelle! So, schön paralysiert. Und dann kommt Glumanda. So, das Vieh dürfte hoffentlich keine effektiven Waffenangriffe haben. Ich glaube, Säure oder sowas dürfte noch nicht haben. Hoffentlich. Aua. Okay, no damage. So, das hält ich noch ein bisschen aus. Glumanda! Boah, ihr habt schöne Erfahrungspunkte, Alter. Oh, shit. Oh, nein. Oh nein, das ist vielleicht gar nicht. Pokémon? Ha, ich kann wechseln. Okay, los, wie gesagt, Knosp! Komm zurück! Yeah! So, krieg trotzdem Erfahrungspunkte, ist doch gut, oder? So, paralysiert. Rankenhieb! Du, du, du. Ach, Mann! Wachstum! Oh, oh. Das ist nicht gut. Spezial nimmt zu. Aber Rankenhieb ist ja. Rankenhieb ist eh keine Spezialattacke, also was soll das? So, also, Tackle ist ein bisschen besser. So, Rankenhieb. Nicht effektiv. Haut der hier erstmal. Droppt der hier erstmal so ein Ultrigaria. Was ist denn mit ihm? Paralysiert. Haha. Tackle. Was? Ha, paralysiert. Ja, warum klappt das nicht bei Abra so? Oh, Junge. So, mal gucken. Jetzt kriegen wir schon Erfahrungspunkte hier alle. Alter. Alter, yeah, dieser Knosp erreicht Level 20. Dum, dum. Und Glumanda erreicht leider nicht Level 15. Naja. Du, du, du. Das kann nicht sein. Chris gewinnt ganz viel Money. So, jetzt will ich natürlich auch nochmal kämpfen. Soll ich meinen letzten Trank benutzen? Ich habe noch einen. Den gebe ich ganz getrost Glumanda. Ja. Hallo. Ich trainiere für meinen Liebsten. Stör mich nicht. Oh mein Gott, die beiden sind wohl zusammen. Dim, dim, dü, dim, bam. Und eine Pfadfinderin, natürlich, hat auch bloß einen Pokémon, verdammt. Oh, Dragosso! Scheiße. Hm, Pikachu ist ein bisschen am Arsch, aber okay, Mann. Pikachu kommt zurück. Hm, dieser Knosp muss ran. So, das ist ja Dragossos rein Boden. So, Knosp! Heuler. Scheiße. Jetzt sinkt nur noch der Angriff von dem Ranken hier. Ich mach erstmal Egelsamen. Flop! Muss ein bisschen hier bepflanzen. Wurde bepflanzt. Ha, Schlupfels. Und ich heile mich. So, Schmarotzer zieht ein bisschen was ab. Der erstmal Rankenhieb. Yeah, Alter. Sehr effektiv. Und schon! Kopfnuss mit so einem Knochenhelm. So, tschüss. Gut, für Pikachu. Und für dieser Knosp. Chris besiegt die Pfadfinderin und sie kann. Das ist unmöglich. Sie kann es kaum fassen. So, ich glaube, einer müsste noch kommen, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Oder sogar noch mehr, wenn nicht sogar. Ah, dich habe ich ja noch nie gesehen, Mann. Bist du ein guter Trainer? Das werde ich dir jetzt zeigen, Mann. Ach, oder Käfersammler wieder. Ah, das ist gut für. Ach, verdammt, ist er natürlich schon. Boah! Smetbo! Level 20. Krass, Donnerwelle. Ich glaube, da kann Glumanda auch nicht viel machen mit Glut. Das ist halt immer echt so wenig halt. Superschall auch noch. Pikachu ist verwirrt. Soll ich einfach probieren mit Glumanda? Ich meine, es ist nur Käfer.
So, Glumanda. Da. Ha, paralysiert. Glut. Ja, es war sehr effektiv, aber... Oh, Mann. Ha, es wird immer noch paralysiert. Also weiter. So, muss ein Volltreffer machen. Oh, na klar. Schläft. Glumanda ist aber aufgewacht. Geil. Ist mit Bus paralysiert. Glut. Ich liebe Donnerwelle, das ist so eine geile Attacke. Paralyse ist so scheiße. Oh, nein, jetzt ist Glumanda auch noch vergiftet. Das ist echt schlecht. Jetzt kriege ich kontinuierlich jede Runde Schaden. Wir sind jetzt zum ersten Mal... Also, okay, zum ersten Mal richtig vergiftet. Ah, nee, Pikachu war schon mal vergiftet. Ich hab noch Gegengift, ne? Wer muss ich eigentlich haben? So, komm, jetzt noch einmal. Oh, Mann, so kurz davor, ey. So kurz davor. Weil jetzt, wenn ich mir jetzt selber haue, dann ist das echt blöd. Ich probier's einfach. Glumanda ist verwirrt. Es hat sich vor Verwirrung selbst verbrannt. Als Feuer-Pokémon. Oh, Alter. Glumanda! Bitte! Noch einmal zubeißen hier. Kratzer, los, es reicht aus. Es ist... Glumanda ist dumm. Schafft, Alter. Oh, es hat überlebt. Das ist jetzt zu... Ey, soll ich es riskieren? Ich könnte jetzt halt auch auswechseln. Ich wechsle aus. Ich wechsle einfach aus. Klasse, Glumanda, komm zurück. Das stimmt jetzt sowieso gleich. Oh. Schön paralysiert hier beide. Trotzdem Donnerschock. So, schön jetzt Smetbo gekillt. So. Smetbo wurde besiegt. Pikachu und Glumanda halten richtig viel. Glumanda erreicht Level 15. Nice. Gut. Glumanda lernt Silberblick. Glumanda kann jetzt schielen. Jetzt eklig. Wie hat man sich das vorzustellen? Ey, guck mal, die kann. Du bist ein zu guter Trainer. So, okay. Gegengift. Wunderbar. Wunderbar. Die Vergiftung wurde geheilt. Ach, schön. So, ihr seht schon, ich mache ein bisschen länger, oder sind die letzten zwei? Ich mache noch ein bisschen länger, weil das mit Abra so scheiße lief. Vielleicht finde ich ja nochmal eins. Vielleicht. Er würde es an sich nochmal zurück und heilen wollen, ey. Das wäre viel geiler. Oh, Radfratz. Weil heilen jetzt nochmal wäre nochmal richtig cool. Obwohl, wir sind ja an sich gleich in einer neuen Stadt und da könnte ich mich dann wieder heilen. Oh, jetzt ist der Pikachu noch paralysiert. Weil ich habe aber ein paar Heiler, ne? Habe ich sowas nicht dabei? Ich hab doch, ich erinnere mich nicht. Vielleicht liegt es doch auf meinem PC. Kann alles sein. Jetzt kommt schon nochmal ein Abra jetzt hier zum Abschluss fangen, dann sind wir alle glücklich. So scheiß Taubsi, die macht uns nicht glücklich. Pega. Ich glaube, ich sollte echt nochmal zurück. Du kannst nicht davonlaufen, warum? Agro-Taubsi. Du kannst nicht davonlaufen. Alter, was ist denn mit dem Agro-Taubsi hier? Oh! Jetzt reicht's, Alter. Jetzt reicht's. Komm zurück, Pikachu. Los! Nidoking! Alter, Taubsi versucht Windstoß. Zack, Nidoking wiegt zu viel. Hornattacke! One-Hit. Blödes Taubsi. Pikachu hat ganz viel Erfahrungspunkte, Nidoking auch. So, Mann, Leute, so ein Reinfall. Ich geh jetzt nochmal zurück. Und dann bin ich den Part. Ich gehe jetzt zurück und werde mich heilen. Wie geil, ich hab kein Pokémon verloren. Alle sind noch am Leben. Das ist doch schön. Und den Tragosso-Typen da, den merke ich mir. Also ich kann ihm einfach hier langlaufen und ein bisschen A drücken. Denn so findet man, glaube ich, auch Items. Aber ich nicht. Ich natürlich nicht. Gut. Muss ich ganz viel zurücklatschen. Aber sicher ist sicher, hey. Dann mögen mich meine Pokémon, werden richtig, richtig stark. Und der Part ist so über Länge, also bleiben wir mal ganz ruhig. Ich habe schon gelesen, dass halt manchen die Pokémon-Parts auch viel zu schnell vorbeigehen. Aber das kenne ich, aber es ist für mich während des Aufnehmens, während des Displays, ist es aber genau das Gleiche. Ich denke mir, oh, was, schon wieder vorbei? Mann. Aber naja, wir wollen es ja so ein bisschen, na hier, wie sagt man, konstant, wenn man das alles schon halt mit den Zeiten und so. Das macht sich besser. So, wir benötigen deine Pokémon. Ja, hier, nimm. So, laufe ich in diesem Part auch noch zurück. So, damit wir beim nächsten Mal direkt wieder loslegen können. So, alles klar. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. So, ach, Pummeluff kann erstmal... Hey, ich hab da jetzt einen Pummeluff. Ich hab einen Pummeluff, ich Depp.
Und ich kann doch damit Abra einschläfern. Du Trottelmann. Ja, okay, dann kaufe ich mir jetzt noch was. Ich kaufe mir noch ein bisschen... Ich hab doch jetzt einen Pummelhof, Mensch. Marcel, bist du eigentlich so bescheuert? Ja, es tut mir leid. Hallo, kann ich dir helfen? Ich kaufe mir jetzt Tränke. Wieder mal ein paar mehr. Boah, das ist aber ganz schön viel Asche. Bitte sehr, und jetzt hebt man noch ein paar Bogebälle. Okay, ja, hier bitte sehr. Vielleicht noch ein Gegengift, das wäre bestimmt auch nicht schwer. So, danke Mann, und jetzt hau ich ab. So. Also wie gesagt, ich laufe jetzt noch dahin. Der Part ist halt ein bisschen mehr überlänger, aber ich muss mal ganz kurz erzählen. Ich habe schon öfter mal erzählt, aber es ist auch schon eine Weile her. Das war auch noch ein ganz anderen Let's Play und so. Aber ich richte mich ja so an, was die Partzeit angeht. So von 20 Minuten. Ich finde persönlich, es ist eine gute Zeit. Denn ich richte mich da so ein bisschen immer nach meinen eigenen Vorlieben, wenn ich selber Let's Plays schaue. Könnt euch ja denken, ich gucke auch sehr gerne Let's Plays. Und da finde ich 20 Minuten immer sehr, sehr angenehm. Eine sehr, sehr angenehme Zeit. Manchmal gibt es halt wirklich schon so von wegen, oh Mann, jetzt auf den nächsten Tag warten und so was, alles, so was kennt man dann auch. Aber an sich halt, ich weiß nicht, wann ihr Let's Plays guckt, aber ich esse dabei immer gerne nebenbei oder schreibe Notizen auf und so. Und deswegen finde ich 20 Minuten halt immer ideal. Es halt, ist ja auch halt so ein bisschen so wie eine Serie im Fernsehen, ne? Plus, minus die olle Werbung, die immer alles unterbricht im Fernsehen. Ist ja so eine Sendung auch 20 Minuten lang. Dann so eine Serie. Und Let's Plays sind ja so ein bisschen in serienmäßig aufgeteilt, ne? Und das finde ich halt eigentlich immer noch cool. Und ist ja auch immer noch der Standard auf YouTube, oder? Oder hat sich irgendwie der Standard schon verändert von wegen, nee, jetzt machen alle Let's Player 30 Minuten. Weil früher waren es ja 10. Dann hat man sich gefreut, dass man 15 Minuten machen kann. Und jetzt ist halt unbegrenzt. Und da haben sich alle entschieden, hey, 20 Minuten. Immer so in 5 Minuten Schritten. Aber okay, das nur so weit dazu zu meinen Gedanken. Und beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder. Gehen in eine neue Stadt. Suchen vielleicht nochmal einen Abra, ja, und dann wird's richtig geil. Bis dann, Leute. Ciao.